Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rotblock Meets. Nach einer Woche Pause sind wir heute zurück und haben heute Johanna vom Kita-Elternbeirat Potsdam bei uns. Mein Name ist Isabel van Dree und wir machen das Format Rotblock Meets eigentlich einmal die Woche, um Initiativen aus der Stadt Potsdam einzuladen und mit ihnen darüber zu diskutieren, welche Aktivitäten sie momentan an den Tag legen. Und da ist es natürlich total super, dass wir heute Johanna dabei haben. Schön, dass du Zeit hast. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Magst du erstmal vielleicht kurz sagen, wer der Kita-Elternbeirat überhaupt ist und was ihr so macht? Der Kita-Elternbeirat ist ein beratendes Gremium im Jugendhilfeausschuss, gegründet in der Stadt Potsdam. Die gibt es grundsätzlich, die Elternbeiräte, in jeder Kommune, in jedem Landkreis bzw. jeder Stadt. Wir setzen uns zusammen aus einem Vertreter pro Einrichtung, also sprich jede Krippe, Kita, Hort hat eigentlich einen Vertreter, den man in den Beirat entsendet, und von diesen Vertretern wird dann ein Vorstand von, derzeit sind wir 5, gewählt. Wie, kannst du was dazu sagen, wie die momentane Abdeckung ist? Also habt ihr in jeder Kita momentan einen Elternbeirat? Weil ich weiß, dass gerade in der Gründungsphase gab es ja ziemlich viel Widerstand auch dagegen, sowohl von den Kommunen als auch teilweise in den Einrichtungen war es, glaube ich, relativ schwer, auch Leute zu finden, dafür zu sensibilisieren, zu gucken, dass man auch wirklich das Elternvertretungsgremium wahrnimmt. Und deswegen würde mich interessieren, wie stark könnt ihr momentan agieren? Wo werden euch noch Steine in den Weg gelegt? Also derzeit decken wir ungefähr die Hälfte der Einrichtungen ab. Von den 120 Einrichtungen haben wir knapp über 60 Beiratsmitglieder. Es werden mehr, weil natürlich auch unsere Präsenz immer mehr wird und jetzt auch erstmal klar ist, oh, es gibt einen Kita-Elternbeirat und das ist was ganz anderes als der hausinterne Kita-Ausschuss. Auch die Leitungen werden da immer sensibler und gehen inzwischen auch auf Leute zu und sagen, ey, du bist doch eigentlich ein Typ für sowas, willst du dich da nicht melden? Das Problem ist, du musst halt von der Elternvertretung oder den Eltern gewählt werden in deiner Einrichtung. Das heißt, da muss irgendwie schon mal eine Wahl durchgeführt werden. Das ist so, also Wahlen in Kita-Einrichtungen ist glaube ich, eine noch geringere Wahlbeteiligung als bei der Bundestagswahl oder bei jeder Landkreiswahl, weil das Eltern nicht wahrnehmen oder es ihm manchmal einfach egal ist. Wenn du da nicht einen hast, der sagt, ich möchte gewählt werden, ich stelle mich jetzt auf und ich brauche wirklich nur ein Jahr von 2/3 der Eltern, dann geht das schon. Wir werden immer mehr, was ich persönlich sehr schön finde. In Potsdam war der Kampf nicht ganz so hart wie in anderen Landkreisen. Mhm. Aber auch da hat es engagierte Eltern erfordert, die gesagt haben, wir machen das jetzt und das ist unser Recht und das kriegen wir jetzt durch und dann können wir auch mitreden und dann, wir haben Anliegen und wir wollen das jetzt machen. Und wir wurden dann über die Jahre immer mehr. Seit 2017 gab es den Freiwilligen Beirat, 2018 Oktober ist dann die erste große Wahl wirklich auch durchgeführt worden, wo es da mehr Anerkennung gab, und seit 2019 ist das ja fest im Kita-Gesetz auch verankert, dass man einen Beirat zu haben hat. Das war in so einer, wirklich, das überschlug sich dann, das Gesetz war da, ein neuer Beirat musste her, der bestehende musste sich irgendwie nochmal bestätigen lassen. Mhm. Organisiert vom Jugendamt. Das war eine Veranstaltung, wo es wirklich mehrere Wahlgänge gab, weil die wollten es unbedingt korrekt machen, was man ihnen ja wirklich zugutehalten muss. Aber Eltern können auch nicht 4 Stunden in einer Veranstaltungshalle sitzen, irgendwie auf den Abend, um dann nochmal zu wählen. Jetzt hat es geklappt. Das Jugendamt hat seine Aufgabe erfüllt. Inzwischen dürfen wir uns selber organisieren. Und dann, also der Vorstand ist im Großteil bestätigt worden. Es kamen 2 neue Mitglieder hinzu. Der eine hat aus gesundheitlichen Gründen leider wieder aufhören müssen. Der andere hat gemerkt, oh, das ist doch ganz schön viel Arbeit. Mhm. Und hat dann leider gesagt, er packt das nicht mit Job und Kind, und so, dass wir wieder zu 5 sind. Der Vorstand ist tatsächlich derjenige, der die meiste Arbeit macht. Die Beiratsmitglieder geben aber natürlich Input, und das funktioniert halt im Pyramidenthema, ne? Die geben von unten nach oben und wir geben von oben nach unten Sachen durch. Ob es jetzt Informationen sind aus dem Jugendhilfeausschuss oder ähnliches. Wir sind im Jugendhilfeausschuss beratendes Gremium, das heißt, wir haben kein Stimmrecht. Wir können aber sagen, Leute, das, was ihr da gerade vorhabt, ist total super. Mhm. Meistens ist es mehr, dass wir sagen, Entschuldigung, aber was habt ihr euch denn dabei gedacht? Wirbt natürlich auch für Verständnis, ne? Wenn man dort sitzt und einem auch einer erklärt, wir machen das jetzt so, weil. Mhm. Und das ist ein Kompromiss zwischen 3 Parteien, nämlich Jugendamt, also der Stadt, den Trägervertretern und irgendwo auch den Eltern. Mhm. Dann kann man Sachen auch einfach anders an die Leute ranbringen und sagen, okay, wir wissen, dass das jetzt nicht die Ultimativlösung für Eltern ist, aber es war eine lange Verhandlung, Kampf, und das ist jetzt der beste Kompromiss, den wir für alle 3 Parteien rausholen konnten. Mhm.
Es war auf jeden Fall sehr, sehr schwer, tatsächlich das Recht oder die Pflicht, Kita-Elternbeiräte einzurichten, im Kita-Gesetz zu verankern. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es geklappt hat, weil es unglaublich aktive Eltern überall im Land gab, und zwar auch unabhängig von dem Recht oder der Möglichkeit, einen Kita-Elternbeirat einzurichten. Mich würde noch ganz kurz interessieren, was sind so die Aufgaben oder die Dinge, die einen Kita-Elternbeirat, vielleicht auch für diejenigen, die noch keinen Elternbeirat bei sich in der eigenen Kita haben, was sind so die Möglichkeiten, worin unterstützt ihr oder was diskutiert ihr auch in den einzelnen Einrichtungen und Kitas? Also man muss halt klar unterscheiden. In den einzelnen Einrichtungen gibt es den Kita-Ausschuss. Der kümmert sich zum Beispiel darum, wie wollen wir unser Mittagessen gestalten? Wie soll das Konzept unserer Kita sein? Haben wir ein offenes Konzept? Wollen wir gerne eine Waldorf-Einrichtung werden? Oder wollen wir von heute auf morgen eine Waldkita werden? Sowas beschließt der Kita-Ausschuss. Und der Kita-Elternbeirat nimmt eigentlich alles mit, was auf kommunaler Ebene entschieden wird. Mhm. Das heißt, wenn, wie jetzt zum Beispiel auch zu Corona-Zeiten, dort eine Eindämmungsverordnung kommt, da werden wir auch angehört und können Input geben und können sagen, Leute, das ist nicht elterngerecht, was ihr macht, oder okay, oder wir brauchen als Eltern gerade das, bitte kümmert euch darum, dass dort in die Richtung was gemacht wird. Wir nehmen halt, wie gesagt, die Themen mit, die aus der Stadt hauptsächlich kommen. Ja. Das war ganz großes Thema eigentlich und auch mit einer der Gründe, warum sich Eltern 2017 dazu entschlossen haben, wir machen diesen freiwilligen Elternbeirat. Man hat festgestellt, dass in Potsdam zu viel Elternbeiträge gezahlt wurden. Da gab es eine ganz komplexe Rechnung und die ist verhunzt worden. Und es hat ewig gedauert. Also die haben seit 2017 dafür gekämpft. 2019 kam dann endlich, alles klar, es wird eine Rückzahlung geben. Und das haben die Potsdamer Eltern dem Kita-Elternbeirat und dem damaligen Vorstand zu verdanken. Und auf Landesebene setzt ihr euch auch für zum Beispiel Reformen des Kita-Gesetzes ein, die ganze Diskussion um die Beitragsberechnung, Betriebskosten, auch Mittagessen, alles, was damit im Zusammenhang steht. Ich glaube, das ist was, worauf wir nochmal hinweisen müssen, dass das auch über Corona hinaus natürlich ein immenser Aufgabenwust ist, der da noch ansteht, weil die Kita-Reform unmittelbar bevorsteht, beziehungsweise ja schon angelaufen ist. Auch. Ganz genau. Also jeder Beirat, bei uns der Potsdamer, hat einen Vertreter aus dem Vorstand, der auch im Landeselternbeirat sitzt. Die sitzen dann wirklich auch mit Frau Ministerin Ernst zusammen in ihren Vertretungen und sagen, das muss gemacht werden, das geht so nicht. Und Brandenburg ist ein Flächenland. Und da geht es ja schon mal los, dass es Kommunen gibt, die haben sowohl städteeigene Träger oder städteeigene Kitas als auch freie Träger. Es gibt welche, die haben nur freie Träger, wie Potsdam. Ja. Und du kannst nicht für alle das pauschale Konzept finden. Du musst, entweder du machst eine Abstufung zwischen freie Träger und kommunale Träger oder du machst es nicht. Und weil das Kita-Gesetz irgendwie seit 20 Jahren einfach nur geflickt wird, statt es wirklich einmal anzupacken und neu zu machen, kommen da so unterschiedliche, krude Sachen raus. Das OVG Berlin-Brandenburg hat ja regelmäßig mit Kita-Entscheidungen zu tun, wo man sagt, das ist super, wenn man komplett eine kommunale Kita-Landschaft hat. Die haben wir in Potsdam aber gar nicht. Also wie sollen wir das Urteil jetzt auf uns anwenden, wenn bei uns die Situation dann doch wieder eine andere ist? Und die sagen aber, nö, wieso, da gibt es ein Urteil, da wurde entschieden, Kita macht so, also machen wir das auch so. Und das finden wir sehr, sehr schwierig. Die Individuallösungen sind im Kita-Gesetz so einfach noch nicht gegeben, weil das Kita-Gesetz derzeit davon ausgeht, dass es größtenteils nur kommunale Einrichtungen gibt. Ja, ja, und vor allem aber auch das Problem ist, dass die Klarheit im Kita-Gesetz einfach nicht gegeben ist. Also das heißt, wir haben in der letzten Legislatur regelmäßig Auseinandersetzungen dazu gehabt, wie das Kita-Gesetz in den einzelnen Kommunen Anwendungen findet oder angewandt wird. Und wir auch häufig festgestellt haben, dass die Stadtverordneten oder aber die Mitglieder auch in den Kreistagen oder vor allem in den Kommunen, in den kommunalen Vertretungen natürlich, gar nicht so richtig wussten, was das Kita-Gesetz eigentlich will und wo es hingeht. Und deswegen finden wir es richtig oder würden wir uns auch darüber freuen, wenn es eine grundsätzliche Kita-Reform geben würde. Wie ist da deine Einschätzung? Wie stehen da die Chancen zu? Also es gab derzeit schon mal einen Entwurf zur Änderung. Dieser Entwurf hatte dann eine 50-seitige Erklärung dazu. Ja. Fanden wir als Elternvertreter, die im Vorfeld da wirklich nur minimal angehört wurden, sehr amüsant, weil die Kanzlei, die das entworfen hat, durchweg nur Städte und Kommunen vor Gericht vertritt. Das also für mich einen sehr bitteren Beigeschmack hatte. Das ist für mich kein Austausch und kein konstruktives, wir arbeiten jetzt zusammen an einem Kita-Gesetz, was allen Parteien gerecht wird, sondern es war schon ziemlich einseitig. Und auch dort gab es wieder komplett neue
Sachen, die sich aufgetan haben. Ich finde, wenn ich ein Gesetz habe, dann ist das Erste, ich muss es lesen und verstehen können. Wenn, also wenn A, dann B. Mhm. Und wenn A nicht, aber B, dann C. Mhm. Das muss für mich irgendwie logisch rauszulesen sein. Die, ja. Kein Abgeordneter oder die wenigsten Abgeordneten sind Volljuristen. Das ja? stimmt. Also die meisten kommen irgendwie aus dem Handwerk oder aus dem sozialen Bereich. Ganz viele Lehrer auch. Ganz viele Lehrer. Ich erwarte nicht von denen, dass die sich jetzt mit den vier Grundsätzen der Gesetzesauslegung eines Juristen beschäftigen. Aber ein Jurist macht das Gesetz. Also da ja. geht schon mal los, dass irgendwie, das ist so, das ist gut gemeint. Hm. Ja? Und das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Hm. Da kommen viele Sachen zusammen, die so nicht stimmen. Und auch wir leben nicht mehr in dem Modell Mutter, Vater, verheiratet, 1 bis 3 Kinder, je nachdem. Mhm. Das funktioniert so nicht mehr. Wir haben Alleinerziehende, wir haben Eltern in einem Wechselmodell. Mhm. Auch für die muss ich Gebühren berechnen können, ohne ja. dass es eine Partei hart trifft. Ja. Und das gibt so ein Gesetz bisher nicht her. Es muss klar geregelt sein, wer finanziert was, mhm. wer muss was leisten. Im jetzigen Kita-Gesetz steht zum Beispiel drin, die Kommune muss das Grundstück stellen, liest sich für mich, okay, dann bin ich an den Kosten für das Grundstück als Elternpartei nicht beteiligt. Ja. Weil da steht ja, Kommune muss stellen. Mhm. Muss stellen heißt für mich, die tragen dann auch die Kosten. Mhm. Trotzdem werden derzeitig Gebäude- und Grundstückskosten mit auf die Elternbeiträge umgelegt. Und Betriebskosten auch noch. Ja, ja, Betriebskosten. Bei den Betriebskosten, da sage ich noch, okay, das verstehe ich noch. Ja, aber auch da muss definiert sein. Auch da müsste definiert sein. Muss ich jetzt die komplette Wasserrechnung umlegen oder muss ich nur den Hausmeister mitfinanzieren? Und wir haben ja auch eine soziale Staffelung. Das heißt, der Höchstbeitrag ist ja nur sowieso das Maximalding. Wie, also ich kann ja für den gleichen Kita-Platz je nach Kommune zwischen 100 und 400 Euro zahlen. Ja, das ist richtig. Für den absurd. Gleichen Kita-Platz, ja. für die gleiche Betreuung in meiner gleichen Situation. Kommt es darauf an, ob ich in Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland oder Oberhavel am besten. Oderhavel, ja. Da ist es am schlimmsten. Ja, die tun mir wirklich leid. Ja. Ja. Teltow Fleming hat es noch relativ gut, aber auch da, das kann es ja irgendwie nicht ja. so ganz sein, dass das so auseinanderfällt, dass mein Wohnsitz oder der Ort, wo mein Kind in die Kita kommt, darüber entscheidet, ob ich 10% oder 20% meines Gehalts nur für die Kinderbetreuung da berappen richtig. Muss. Und weil dieses Gesetz einfach nicht klar ist, wünschen wir uns da eine Reform. Da haben auch alle gesagt, ja, wir brauchen eine Reform. Aber wir brauchen eine Reform, gibt es irgendwie seit 10 Jahren. Und es passiert einfach nichts, außer dass man den einen Paragraphen doch nochmal ändert, dann aber irgendeine Betriebsverordnung nicht mitändert oder dass die Betriebsverordnung geändert wird, weil das irgendwie ein logischer Schluss war, aber dann das Gesetz nicht angepasst wurde. Ja. Also zumindest vor Corona war der Plan, also ich bin auch im Landeskinder- und Jugendausschuss und da war der Plan, dass es jetzt eine kleine Reform geben soll und dann nochmal eine grundsätzliche nach der Sommerpause hinterher stattfindet. Nun sind aber auch einige parlamentarische Prozesse ins Stocken geraten und ich hoffe, erhoffe mir, dass wir trotzdem dann spätestens nach der Sommerpause in auch eine grundlegende Debatte um das Kita-Gesetz kommen. Aber was ich damit vor allem auch oder mit dem Thema auch nochmal darstellen wollte, ist, das, was ihr ja tut, ist was ganz Praktisches, nämlich was eine Auswirkung hat auf die einzelnen Kosten oder aber auf die Art und Weise der Kinderbetreuung in den ja. Kitas und auch die Frage Betreuung, Bildung, und so weiter und so fort. Also derzeitig hat man so ein bisschen den Eindruck, dass Kitas vor allem Ablageorte für Kinder sind. Ja. Von Bildung, es gibt Kitas und Träger und Erzieher, die geben sich richtig, richtig Mühe, da ein vollumfängliches Programm zur Kinderbildung, zur frühkindlichen Bildung aufzuziehen. Die kriegen es dann nicht bezahlt, da ist der Frust genau. natürlich auch relativ hoch. Sämtliche Studien besagen, dass die Kita für das Kind prägend ist und da es ein Ort frühkindlicher Bildung ist. Ja. Und es hat auch so eine Abwertung von Erziehern, wenn man sagt, du bist doch eigentlich nichts anderes als ein besser bezahlter Babysitter. Ja. Schön, dass du 3 Jahre Ausbildung gemacht hast, aber letztendlich bist du doch nur ein Babysitter. Du passt auf, dass das Kind nicht am Ende des Tages an irgendwas erstickt ist und hast es irgendwie ein paar Stunden beschäftigt, damit Mama und Papa arbeiten gehen können. Mhm. Und da müssen wir weg von, dass Erzieher einfach mehr wertgeschätzt werden. Wir bräuchten auch mal einen festen Personalschlüssel. Es heißt ja immer, wir hätten einen festen Personalschlüssel. Den haben wir nicht. Wir haben einen Finanzierungsschlüssel, der besagt, ab so und so viele Kinder darfst du so und so viele Leute einstellen. Mhm. Und dann aber auch die Stundenanzahl nicht passt und passt genau. Da passt gar nichts. Ja, also, ich weiß. Mein Kind ist in Schleswig-Holstein in die Krippe gekommen, weil ich dort noch studiert hatte und war dort in einem Pilotprojekt von der Stadt Kiel. Mhm. War der Hammer. Krippenbetreuung 3,5:1. Das heißt, eine Erzieherin hat sich um 3,5 Kinder gekümmert. Da fallen hier alle Erzieher vom Glauben ab. Die fallen alle um und sagen, was ist das denn für ein geiler Schlüssel? Ja. Und der war einfach festgelegt. Die Einrichtung hat selber für sich festgelegt, bei uns passen so und so viele Erzieher auf so und so viele Kinder auf.
Und wir probieren jetzt mal, ob das klappt. Überraschung, es hat geklappt. Mhm. Es war also möglich, auch mit dem Geld, was man über die normalen Elternbeiträge einwerben konnte, so eine Betreuung sicherzustellen. Mhm. Und mein Kind ist dort gefördert worden ohne Ende. Und hier, es ist ja auch für eine Erzieherin nicht schön, die kann ja auch nicht ihr komplettes pädagogisches Potenzial entfalten, ja, wenn das hier so ein Überlebenskampf ist, dass bei 6 Krippenkindern nicht eins vom Stuhl fällt. Also mhm. Da müssen wir ran. Ich wünsche mir einen festen Personalschlüssel, der auch mal Fehl- und Weiterbildungszeiten berücksichtigt, dass man sagt, na, ich muss damit rechnen, dass eigentlich mindestens immer 2 Erzieher meiner Einrichtung nicht da sind. Weil krank, weil Urlaub, weil Weiterbildung, ja, weil vielleicht einer spontan schwanger wird, Berufsverbot bekommt, in Elternzeit geht und bis ich jemanden neuen gefunden habe, ja, muss der Schlüssel trotzdem halten. Mhm. Und das tut's einfach nicht. Sobald die erste Krankheitswelle kommt, ist es in den Krippeneinrichtungen, dort vor allem, aber in den Kitas auch ein reiner Überlebenskampf. Ja, ja, und vor allem, es geht dann auch um Sprachförderung, um alles Mögliche, also auch das Individuelle mit den Kitas arbeiten, was nicht so on top nebenbei stattfindet, sondern am besten auch Teil der Kita sein muss und auch der Struktur, ja, und in jeder Kita ermöglicht werden muss. Ja, definitiv. Genau, also es gibt einen unglaublich viel zu verbessern im Kita-Bereich. Wir haben dich heute aber auch eingeladen, weil ich gerne mit dir darüber sprechen wollen würde, was Corona für Auswirkungen auf Eltern und aber vor allem auch auf Kinder hatte. Wir haben viel darüber diskutiert in den letzten Wochen, wann, ab welchem Zeitpunkt welche Einrichtungen oder was auch wieder öffnet. Ich finde, Norbert Müller aus dem Bundestag von uns hat es gestern ziemlich gut zusammengefasst in Bezug auf die neue Eindämmungsverordnung. Er hat nämlich geschrieben, oder getwittert, in der neuen Eindämmungsverordnung kommen Schulen und Kitas nur im Zusammenhang mit Festen vor, sonst nicht. Dafür werden Spielhallen wieder eröffnet, man muss halt Prioritäten setzen. Und das ist ein Problem, was ich die letzten Wochen massiv festgestellt habe, nämlich, dass wenn wir auch über Kitas diskutiert haben, immer nur den Blick darauf hatten, wie können Hygienestandards umgesetzt werden, wie können wir Kitas irgendwann perspektivisch wieder öffnen. Ja, es war schon im Bewusstsein, dass die Kitas gerade auch fehlen, weil Eltern unglaublich stark belastet sind und wir sowieso auch gerade einen Rollback haben, was Geschlechterrollen anbelangt in der Care-Arbeit, in der Kinderbetreuung. Aber was mir dabei total gefehlt hat, ist die Perspektive der Kinder. Also das heißt, Kindern so früh wie möglich die Möglichkeit zu geben, Gleichaltrige zu treffen, zu spielen, sich auszutauschen. Also Kinder brauchen halt mehr, wie du auch gerade gesagt hast, als irgendwie betreut zu werden und darauf aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert, sondern auch Kinder brauchen ja Entfaltungsmöglichkeiten und das ist mir in der Debatte aktuell viel zu kurz gekommen. Es gibt ja den schönen Spruch, in der Krise zeigt jeder sein wahres Gesicht, mhm, und ich finde, die Krise hat uns gezeigt, dass Kinder derzeitig als Luxus einzelner Familien angesehen werden. Du hast dich dafür entschlossen, ein Kind zu bekommen, mhm, kümmer dich drum, war ja deine Entscheidung. Ja, wie das Zitat vom Wirtschaftsminister vor ein paar Wochen. Ich habe das nochmal aufgeschrieben. Er hat ja in einem Fernsehinterview gesagt, ich hoffe, dass sie sich nicht ein Kind angeschafft haben, weil wir es als Vaterstaat für sie attraktiv gemacht haben. Das druckt ja genau diesen Duktus quasi aus, den du gerade beschrieben hast. Ja, das Gegenteil wäre, ich habe mich gegen eine Abtreibung entschieden, weil ich in einem Sozialstaat lebe, immer in der Hoffnung aufgefangen zu werden, wenn es mir mal schlecht gehen sollte. Mhm. Also da diese Aussage von ihm macht mich unfassbar wütend, weil ich sehe Mütter, vor allem Mütter, auch Väter, aber vor allem Mütter, am Boden kriechen, die sich aufräumen, die inzwischen 16 bis 18 Stundentage haben, um alles irgendwie zu wuppen. Und dann kommt der Spruch, der sagt, naja, aber hast du dir ja selber ausgesucht. Ja. Nein, habe ich nicht. Ich habe mich dafür entschieden, in einem Sozialstaat ein Kind zu bekommen, in dem ich weiß, dass eine Kinderbetreuung möglich ist. Mit so einer Pandemie konnte niemand rechnen. Die hat uns alle komplett unvorbereitet getroffen. Ja. Man kann aber das Beste draus machen. Ja. Und ich finde den Ansatz, wir öffnen erst die Wirtschaft und ganz zum Schluss die Kindertageseinrichtung. Funktioniert nicht. Völlig behämmert. Ja. Also wer sich, das kann sich nur einer ausgedacht haben, der selber keine Kinder hat. Weil ein Großteil der Arbeitnehmer sind Eltern. Mhm. Und auch die müssen es irgendwie schaffen, beides zu wuppen und dann zu sagen, naja, du kannst auch im Homeoffice arbeiten. Mhm. Ja, ich habe aber trotzdem noch ein Kind, was nebenbei irgendwie Betreuung bedarf, Förderung bedarf. Im schlimmsten Fall habe ich sogar 2 oder 3 Kinder, die in unterschiedlichen Klassen, unterschiedlichen Einrichtungen sonst wie sind und muss da alles wuppen, ohne dass ich die Möglichkeit hatte. Also am Anfang gab es ja auch noch das komplette Kontaktverbot, dass man nicht mal zum Spielfreund durfte. Ja. Ich hatte mit einer Mutter aus meiner Einrichtung gesprochen, die haben gesagt, okay,
wenn diese, wenn der Lockdown kommt und alles schließt, lass uns doch Buddy-Familien bilden. Ja, ne? Nicht mal das war ja möglich. Und nicht am Anfang. Mal das war möglich. Ja. Inzwischen ist es möglich und das ist für viele Eltern auch schon die erste Entlastung, dass man sagt, okay, die eine Hälfte der Woche nimmst du sie, die andere Hälfte nehme ich sie, die Kinder haben sich wenigstens wieder untereinander und wir versuchen es zu wuppen, dass ich irgendwie mal 4 Stunden im Homeoffice habe, wo ich eine Telefonkonferenz machen muss, ohne mit einem Ohr ins Kinderzimmer zu horchen, ob da gerade irgendwie ein Feuer ausbricht. Ja. Aber du kommst einfach an die absoluten Belastungsgrenzen. Ja. Und das ist so ein Schlag ins Gesicht, wenn dir dann einer sagt, naja, selber schuld, warum hast du dich fortgepflanzt? Ja. Und wir warten bis heute auf eine Entschuldigung von ihm. Ja. Also er ist vom Landeselternbeirat tatsächlich aufgefordert worden, sich in einem Gespräch zu stellen und da kam bisher nichts. Hm. Was mich auch wirklich aufregt, ist, dass es so ein Rückfall in so ganz, ganz alte Familienbilder oder und Gesellschaftsbilder ist. Also das heißt, die klassische Kleinfamilie mit Vater, Mutter, 1 bis 2 Kindern ist dann für sich isoliert und wird es schon irgendwie hinbekommen und wenn der Vater besonders cool ist, dann kümmert er sich auch nochmal mit ums Kind so. Aber was mich wirklich aufregt, ist, dass die Realität bei so vielen ganz, ganz anders aussieht, wo sich auch Menschen bewusst dazu entschieden haben, Kinder zu bekommen, weil sie wissen, dass sie den Rückhalt haben. Und zwar gar nicht so sehr vielleicht nur mit Oma und Opa, die in den meisten Fällen nicht mal in der Nähe wohnen, sondern wirklich auch mit Freundinnen und Freunden, wo man sich sagt, okay, wir kriegen das irgendwie gemeinsam hin. Und das ist ja komplett gekappt worden auch in der Krise. Ja, also heißt ja immer, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ja. Ja, und derzeit bist du halt so ein Einsiedler. Ja, ja, genau. Also dein Dorf ist einfach mal weggebrochen. Der Rückfall in alte Modellen, in alte Rollenmodelle kommt auch daher, man setzt sich natürlich hin und sagt, Schatz, wie viel verdienst du und wie viel verdiene ich und wer von uns kann im Zweifelsfall uns länger tragen? Und natürlich ist das eine Entscheidung des Geldes und meistens haben Männer den besser verdienenden Beruf. Interessant, und da habe ich auch ein paar im Freundeskreis, sie im Minijob, weil sie immer gesagt hat, okay, du bist selbstständig, ich trete ein bisschen zurück von meinem Job und kümmere mich halt um die Kinder, um dir den Rücken freizuhalten. Er selbstständig in der Veranstaltungsbranche. Zack, da ist alles weggefallen und sie muss mit ihrem 450-Euro-Job gerade die Familie, über Wasser halten. Ja. Das funktioniert nicht. Ich sehe viele Väter, die gerade insbesondere aus den Branchen kommen, die jetzt komplett zugemacht wurden, die sich traumhaft kümmern, die auch da mitgehen. Aber es ist tatsächlich ein entscheidender kleiner Teil. Und das ist auch keine Kritik an den Vätern, die sich kümmern. Auch hier in Potsdam erlebe ich so viele Väter inzwischen in Elternzeit. Also wir sind da wirklich einen Schritt nach vorne gegangen. Aber wenn wir jetzt alle mit dem Rücken an der Wand stehen, dann entscheiden wir als Familie natürlich auch, ist einer von uns beim System relevant? Wenn nicht, wer verdient mehr Geld? Ja, und genau das ist das Problem. Also dass häufig eben auch solche Entscheidungen gar nicht getroffen werden aus einer Selbstbestimmung heraus, sondern aus tatsächlich ökonomischen Zwängen und weil es einfach anders gar nicht geht und nicht handhabbar ist. Ja, also wir haben uns nicht dafür entschlossen, ich bleibe zu Hause, weil das Kind mich lieber hat, sondern weil es halt einfach so, es ist auch nicht so, dass man sagen kann, okay, du bleibst die eine Woche, ich bleib die eine Woche. Sobald einer systemrelevant ist, hat der die Karte richtig gezogen, dass er einfach weg ist. Ja. Mich würde noch, also ich merke, dass die Zeit langsam, glaube ich, auch ein bisschen knapp wird, obwohl wir wahrscheinlich noch 20.000 andere Themen hätten, über die wir sprechen könnten. Kann ja wiederkommen. Sehr gerne. Könntest du, oder was mich interessieren würde, ist, hast du eine Perspektive oder siehst du Möglichkeiten oder was sind die wichtigsten Dinge aus deiner Perspektive, die man nach Corona nochmal gesellschaftlich aufgreifen und miteinander diskutieren müsste aus so einer Reflexion heraus, so das hat nicht funktioniert, eigentlich müssen wir uns in die und die Richtung entwickeln. Na, man kann es ja anders sagen, wie hätten wir diese Krise besser überwinden, welche Voraussetzungen hätten wir haben müssen, um diese Krise noch besser zu überwinden? Auf jeden Fall kleinere Gruppen. Einen besseren Personalschlüssel für kleinere Gruppen. Wir brauchen Erziehernachwuchs, der muss gefördert werden. Die müssen aufhören, privat ihre Ausbildung selber bezahlen zu müssen. Da geht's schon mal los. Förderprogramme für Erzieherausbildung. Mehr Erzieher heißt kleinere Gruppen, das heißt, so eine Pandemie kannst du besser wuppen. Größere Räume, das heißt auch die Möglichkeit zu sagen, alles klar, wenn nochmal eine Pandemie kommt oder falls wir es brauchen, finden wir zum Beispiel eine Containerlösung. Ne, dass man sagt, wir haben zwar die Räumlichkeiten unserer eigenen Einrichtung nicht, aber die tollen Erzieher, die wir dann ja haben, weil wir den Schlüssel endlich angepasst haben, könnten ausweichen in Containerlösungen oder leerstehende Gebäude werden einfach anders genutzt. Wir brauchen mehr Kitas. Es fehlen 40 Plätze in Potsdam. Das heißt, 40 Familien können nicht zurück zur Arbeit, weil sie einfach keine Kinderbetreuung haben. Wir brauchen
endlich die Anerkennung der frühkindlichen Bildung. Hm. Das, was Erzieher machen, ist eben nicht nur besseres Babysitting. Das ist ein pädagogischer Job. Hm. Und wir brauchen Klarheit in der Kita-Finanzierung. Mhm. Ich muss wissen, was ich bezahle, wie ich es bezahle und was da auf mich zukommt. Und jede Leitung muss in der Lage sein, so einen Beitrag berechnen zu können, ohne 5 Gesetzeskommentare nachzuschlagen, um zu gucken, wie denn jetzt bei der Familie, wo halt irgendwie im Wechselmodell das eine Kind lebt, aber das andere Vollzeit bei der Mutter ist, weil man das irgendwie anders beschlossen hat. Da muss es möglich sein, Gebühren zu beschließen. Man muss Geschwister berücksichtigen können. Und wir müssen ein Tabula Rasa bei diesem Kita-Gesetz machen. Ja. Tabula Rasa einmal von vorne mit allen Parteien, mit Trägern, mit Eltern, mit Kommunen und dann auch wirklich für alle und nicht nur einseitig. Super, das ist super viel zu tun und ja. Aber trotzdem total, also ich habe richtig Respekt davor, vor dem, was ihr als Kita-Elternbeirat nicht nur in Potsdam, sondern auch landesweit macht und organisiert und auf die Beine gestellt habt in den letzten Jahren. Viel, was wir umsetzen konnten auch schon, zum Teil in der letzten Legislatur, ist vor allem dem geschuldet gewesen, dass ihr so unglaublich aktiv wart. Und ich kann jeden Eltern mit Kindern nur raten, bei euch finden sie auf jeden Fall die beste Unterstützung und vor allem auch dazu aufrufen, bei euch mitzumachen und sich auch mit zu engagieren. Genau. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Und ganz viel Power auch bei den noch vor uns liegenden Aufgaben. Ja, wir bleiben dran.